kann zwar leider nicht Kroatisch, aber es ist doch ganz interessant, wie viel man versteht, wenn in einer anderen Sprache von einem selbst die Rede ist. Also insofern bin ich auch ganz sicher, dass du von mir gesprochen hast und Selbstbestimmung. Ich hatte auch den Eindruck, dass es nicht allzu unfreundlich ist, was du von über mich sagst. Auch ich möchte Frau Ostwald-Richter begrüßen, denn ich weiß ja, dass sie im Hintergrund diese Tagung gefördert hat und freue mich, dass sie hier ist und danke auch Herrn Cegedin für die Mühe, die er mit der Organisation der Tagung hatte. Ich wollte eigentlich einen Vortrag halten, der am Beispiel philosophischer Begrifflichkeit zeigt, wie viel Geschichtliches sie für sich enthalten. Aber ich habe den Eindruck, dass Herr Blum das heute schon in einer so perfekten Weise gemacht hat, dass ich jetzt nur eine weniger gute Doublette vortragen könnte. Und es ist auch in dem Vortrag über Platon wie auch über Hegel schon so viel deutlich geworden darüber, wie sehr die Begriffe der Philosophie, auch in dem Vortrag über Hegel, den Sie gehalten haben, wie viel Begriffliches bereits geschichtlich aufgeladen ist. Und dass, wenn wir uns mit der Geschichte befassen wollen, wir gar nicht anders können, als den jeweiligen Kontext aufzunehmen und dass in die Begriffe, so wie wir sie heute verwenden, in ihnen auch zur Geltung zu bringen, dass ich dies jetzt nicht noch an weiteren Beispielen deutlich machen möchte. Sie sollen wenigstens wissen, dass ich mit einer Verbeugung gegenüber Damir vorhatte, das ist auch hier im Text drin und mit der Unterschrift, die ich gegeben habe, ist das sozusagen auch Eigentum des Instituts, an Heraklit und Parmenides zu zeigen, was in der bloßen Begrifflichkeit des Allgemeinen an Gehalten entwickelt ist, die wir heute gar nicht aufgeben dürfen, wenn wir jenes Allgemeine des Seins und des Werdens verstehen wollen und wenn wir vor allem nachvollziehen wollen, was auch über die vielleicht noch ein wenig zu physikalische, ich will nicht sagen physikalistische, physikalische Bedeutung der Grundbegriffe, insbesondere des Göttlichen, in der frühen ionischen Philosophie, denn bei diesen beiden, bei Heraklit wie auch bei Parmenides, gerade in der bloßen Allgemeinheit der Begriffe bereits an Einsicht in das Göttliche vorhanden ist. Und du hast ja zum Schluss erwähnt, dass ich mich mit diesen Fragen beschäftige. Und ich könnte das, was ich jetzt in den letzten Monaten erarbeitet habe, überhaupt nicht denken, ohne den geschichtlichen Vorlauf dieser vorplatonischen Denker und dem, was Platon, der sozusagen die Einheit zwischen Heraklit und Parmenides begriffen hat, daraus dann in seiner vielfältigen, alles postmoderne, weit überbietenden Form seiner Theologie entwickelt hat. Das lasse ich am Ende weg und beschränke mich auf eine systematische Überlegung. Über Selbstverständliches, meine Damen und Herren, zu reden, gehört zu den ältesten Traditionen der Philosophie. Deshalb kann sie es auch nicht als Zumutung empfinden, daran zu erinnern, wenn dieses Selbstverständliche vergessen wird. Das Selbstverständliche ist ja gleichsam dazu prädestiniert, übergangen und damit zumindest als Problem vergessen zu werden. Deshalb begrüße ich das Thema dieser Tagung. Es muss als Erinnerung an etwas verstanden werden, das für die Philosophie nicht nur als bereichernd und in ihrem Status als Geisteswissenschaft disziplinär unerlässlich ist, sondern das als schlechthin zentral angesehen werden muss. Und dafür möchte ich jetzt in meiner kleinen Betrachtung nur rein systematisch argumentieren. Und wenn Sie damit am Ende nicht zufrieden sind, dann trage ich eben einfach Historisches nach. Mir geht es darum zu zeigen, dass die Geschichte nicht bloß aus Gründen kultureller Gewohnheit zur Philosophie gehört.
Sie ist kein nietzscher Ausdruck, schellende Klingel, das die Arbeit am Begriff unterhaltsamer macht. Es kann auch nicht darum gehen, sie nach dem Modell einer Frage nach dem Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben der Philosophie beizugeben, um sie dadurch wirksamer zu machen. Ich bin vielmehr davon überzeugt, dass die Geschichtlichkeit ins Innere der begrifflichen Arbeit hineinreicht und somit konstitutiv ist für das, was die Philosophie überhaupt erst zur Philosophie macht. Mit dem systematischen Nachweis könnte ich es mir leicht machen, indem ich einfach auf große, bereits vorgegebene philosophische Einsichten verweise, die das ausweisen, was zu beweisen ist. Ein Beispiel hat Herr Schigedin mit Blick auf das Verhältnis von Anamnesis und Erkenntnis bei Platon heute schon vorgeführt. Ein weiteres könnte in dem Verweis auf die Leistungen der kategorialen Funktionen in Kants transzendentaler Logik liegen. Denn obgleich Kant meint, die naturgeschichtliche Vorgeschichte, natürlich auch die kulturgeschichtliche Vorgeschichte von Sinnlichkeit und Verstand, ließe sich nicht aufklären, so kann er doch selbst spätestens aus der Position der Kritik der Urteilskraft und der geschichtsphilosophisch weitergeführten Anthropologie die Nachfrage nach einer Genese der Formen des reinen Denkens, so meine ich jedenfalls, nicht von sich weisen. Also könnten wir auch von Kant her den Nachweis führen, dass das, was er in der a priorischen Konstruktion der Kategorien anlegt und im Zusammenspiel von Sinnlichkeit und Verstand selbst auch schon eine Geschichte hinter sich hat, auch wenn es uns außerordentlich schwer fiele, sie aufzuhellen, weil wir dies ja dann immer wieder mit den Begriffen tun müssten, die auf diese Weise zustande gekommen sind. Ich sehe das Problem und ich hoffe, dass der Vorschlag, den ich mache, Sie jedenfalls heute davon überzeugt, dass es doch eine Möglichkeit gibt, sozusagen hinter dieses Entstehen und Funktionieren der Begriffe zu blicken. Besonders naheliegend und, wie ich finde, sogar schlagend wäre es, auf eine Konzeption zu verweisen, die auch außerhalb der Philosophie Beachtung findet und die es gerade den Wissenschaften, die sich zunehmend von der Geschichte abkehren oder sie bestenfalls nur noch als ihre eigene wissenschaftlich betriebene oder wissenschaftsgeschichtlich betriebene Fachgeschichte akzeptieren, dass es diesen Wissenschaften leichter machen könnte, die implizite Geschichtlichkeit nicht nur des Philosophierens, sondern auch ihrer jeweiligen Disziplinen einzusehen. Ich meine Darwins Konzeption der Evolution, die es von vornherein verbietet, das Leben ungeschichtlich zu verstehen. Und was für das nach Spezies geordnete, aber nur in der Form von Individuen vorkommende Leben überhaupt gilt, trifft nicht nur notwendig für Spezies und Individuen, sondern eben auch für deren Leistungen zu. Also wird auch das von Darwin in seiner Eigenart ausdrücklich anerkannte Denken in seiner Geschichtlichkeit wahrgenommen. Es ist die zum Leben gehörende prozedurale Verfassung durch auch des Wollens, des Begreifens und, sehr bemerkenswert, wie ich finde, des Begründens, in dem Darwin sich selbst vor dem Hintergrund der Geschichte der Evolution zu einer Zukunft als kultureller Entwicklung im Zeichen der Menschlichkeit bekennt. Philanthropy. Da sehen wir, wie sozusagen auch diese Theorie, die sehr vielen Biologen heute als das Beispiel dafür gilt, dass man auf alles Geisteswissenschaftliche, auf alles Freiheitliche und Kulturelle eigentlich verzichten könnte, dass sie sich nicht auf Darwin berufen dürfen. Doch, meine Damen und Herren, ich lasse die historischen Beispiele beiseite und versuche, in der Sache zu zeigen, dass bereits
das menschliche Bewusstsein die Geschichtlichkeit impliziert. Dabei will ich gern gestehen, dass Platon, Kant und Darwin im Hintergrund meiner Überlegungen stehen. Auch der kritisch korrigierte Nietzsche, das ist allerdings wichtig, das hinzuzufügen, dass wir ihn nicht in seiner bloßen Leibhaftigkeitsphilosophie, nicht nur mit Bezug auf die bloße Vernunft des Leibes verstehen dürfen, sondern sehen müssen, dass die Leiber als solche sich überhaupt nicht verständigen können. Sie brauchen immer etwas, das sie untereinander verbindet, und das ist gerade eben die Vernunft, die sie schon miteinander koordiniert. Auf diese Weise ergänzt und korrigiert, könnte auch Nietzsche die Rolle eines Paten spielen, weil er, das will ich vorwegnehmen, immerhin die wichtige Einsicht formuliert, dass die Funktion des Bewusstseins letztlich doch in nichts anderem besteht als in der Mitteilung. Und das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt meiner eigenen Überlegungen. Und die historischen Beispiele wären dann allerdings ausdrücklich zu benennen, wenn es um die Übertragung der gewonnenen Einsicht auf die spezifische Leistung der Philosophie ginge. Aber darauf will ich mich jetzt heute gar nicht mehr beziehen, wenn Sie nicht am Ende erklären, das sei aber nötig, um das vorher Gesagte verständlich zu machen. Fragen wir zunächst, was Erkennen und was Begreifen ist. Einen naheliegenden Zugang zu einer Antwort finden wir, wenn wir ernst damit machen, die Funktionsweise unserer Begriffe nach dem Modell zu beschreiben, das bereits die Etymologie des Begriffs, also des Begreifens, des Zugriffs, des in den Griff bekommens bestimmt. Dieser Zugang erlaubt, die Sphäre des Begrifflichen vom Bann vorschneller ontologischer Separation zu befreien und sie stattdessen in ihrer funktionalen Einbindung in den einheitlichen Kontext des Lebens zu erfassen. Diese Aufgabe erscheint unlösbar, denn Erkennen und Begreifen sind, und das möchte ich nachdrücklich betonen, Erkennen und Begreifen sind derart exzeptionell, dass es unmöglich ist, sie durch Reduktion auf etwas anderes, sozusagen unterhalb des Begreifens, erfassen zu können. Denn worauf sollten wir uns denn beziehen, wenn wir auch nur etwas dem Begreifen und Denken Vergleichbares benennen wollten, in der Natur oder aber auch in der Vorgeschichte der Kultur, in der Geschichte etwa des Lebens? Wir haben im Erkennen und Denken etwas unerhört Subtiles, unglaublich Bewegliches, wenn ich das so sagen darf, das etwas vollkommen Neues und zugleich gänzlich Einzigartiges leistet. In der physischen Welt gibt es dafür kein Äquivalent. Mit dem Geistigen und Intellektuellen ist man augenblicklich, und dieses Augenblicklich ist mir wichtig, augenblicklich sowohl am Anfang wie auch am Ende der Welt, wie auch überall, an jeder denkbaren Stelle von ihr, eher auch nur jemand auf den Gedanken kommen kann, etwa dorthin, Anfang oder Ende der Welt, aufzubrechen oder daran zu gehen, ein Raumschiff zu konstruieren, mit dem er dann wenigstens Anfang und Ende erreichen könnte oder sich ihm nähern könnte. Aber diese technischen Vorbereitungen zu treffen, sind gar nicht nötig. Es ist überhaupt nicht nötig, gleich bis zum Äußersten zu gehen und sich das Ganze des Raumes oder der Zeit auszudenken. Schon die Fähigkeit der Begriffe, überhaupt etwas definitiv als etwas festzulegen und damit Identität auszusagen, vollführt das doppelte Kunststück, in einem Akt Individuelles und Universelles auszusagen. Eigentlich könnte ich damit aufhören. Das ist der zentrale Akt. Wir haben vorhin im Anschluss an Ihren Vortrag darüber gesprochen. In einem Akt Individuelles und Universelles auszusprechen.
Beides gibt es so, wie wir es denken, nirgendwo als physischen Tatbestand. Und dennoch ist kein physischer Tatbestand ohne sie zu begreifen. Schon jetzt oder nie zu sagen oder todeti, dieses da zu zeigen, ist ohne Begriff, der Universelles hernimmt, um es auf dieses eine Individuelle stets exemplarisch zu konzentrieren, nicht möglich. Diese wechselseitige Zuspitzung von Individualität und Universalität darf als das Erstaunlichste im Unscheinbaren unseres alltäglichen Denkens und Sprechens angesehen werden. Dennoch sollten wir es für möglich halten, dafür eine Erklärung zu finden, die der Seichtigkeit der Reduktion aus dem Wege geht. Dazu muss man sich nur die Mühe machen, genau zu beschreiben, was durch das Jetzt oder Nie oder dieses Da im Miteinander verschiedener Menschen angesichts einer Welt, die jedem anders erscheint, erreicht werden kann. Denn dadurch wird es immerhin möglich, dass verschiedene Menschen an einer Aufgabe beteiligt sind, deren Lösung auch unabhängig von ihnen durch wieder andere Individuen, womöglich auch unter ganz anderen Umständen, eine Hilfe sein kann. Also dieser Punkt von unterschiedlichen Standpunkten aus, etwa dieses Programm als Programm zu identifizieren. Jeder sieht es anders, das ist selbstverständlich, aber wir reden dann wirklich vom selben und wissen dann, an welcher Stelle des Programms wir uns gerade mit unserem Vortrag befinden. Und dies eben nicht nur jetzt im Augenblick einer solchen Kommunikation in klarer Weise und eindeutig, sodass auch daran Wahrheit und Unwahrheit hängen können, einer solchen Aussage auszusagen und dies aber auch so beschreiben zu können, dass darüber zum Beispiel eine Geschichte dieser Konferenz in Zagreb geschrieben werden könnte, die dann auch noch lesbar ist, wenn keiner von uns mehr lebt. Das ist der entscheidende Punkt, wo Individuelles im Blick auf etwas, das dieses Programm, so wie es hier jetzt in Papierform steht, dann aber ausgedrückt werden kann, wir alle Programm dazu sagen und damit etwas höchst Allgemeines gebrauchen und etwas beschreiben, das nicht nur für die Gemeinschaft hier in diesem Raum von Bedeutung ist, sondern darüber hinaus allgemein verstanden werden kann. Das ist sozusagen ein Beispiel dafür, wie wir etwas in einer ganz prägnanten Weise, jeder für sich, aber gleichwohl allgemein verständlich ausdrücken können und daran etwas hängt, was dann schließlich die Gemeinschaftlichkeit nicht nur unseres Verständnisses, sondern ich denke, das ist offensichtlich, auch wenn dazu mein Beispiel vielleicht nicht gerade gut genug gewählt ist, ein gemeinsames Handeln liegen kann. Eine Konferenz zu organisieren wäre gar nicht möglich, wenn es nicht möglich wäre, in dieser Weise ein Programm zusammenzustellen und darüber zu sprechen. Zwar können die Insektenforscher sagen, dieser Bezug auf ein Gemeinsames als eine Aufgabe, die für viele dann von Bedeutung ist, sei auch Termiten und Ameisen möglich, wenn sie aufgrund ihrer instinktiven Ausstattung zu arbeitsteiligen Lösungen ohne jede Erkenntnis, so wie wir sie verstehen, ohne Bezug auf Individualität und Universalität gelangen. Was aber ist, wenn von der gesuchten Lösung, der sich von den Menschen selbst gestellten Aufgaben erwartet, die von der Lösung von Aufgaben, die sich die Menschen selber stellen, erwartet wird, dass sie durch die Beiträge der nachfolgenden Individuen von Generation zu Generation nicht nur, wie ich gerade deutlich gemacht habe, verstanden werden kann, sondern auch noch verbessert werden soll. Dann muss die Lösung als solche aufgefasst werden können, sodass sie nicht länger nur der Lebenssicherung der aktuell an ihr beteiligten Individuen dient, sondern, sagen wir, der Kultur insgesamt
in der sie leben. Und was ist, wenn zur Bewältigung der Aufgabe allein schon aus dem Selbstanspruch der Individuen immer weniger Zeit zur Verfügung steht, sodass man nicht erst auf den genetischen Niederschlag von Erfolg und Misserfolg warten muss, so ist es bei den Ameisen und Termiten, sondern die Individuen ihre aktuell gemachten Erfahrungen auch aktuell an die nächste Generation oder an ihre Mitmenschen weitergeben können. Oder, um es noch verschärft zu sagen, dass wir in der Lage sind, auch von noch gar nicht gemachten Erfahrungen, sondern von nur vorgestellten Erfahrungen, selbst für uns zu lernen oder bei anderen etwas zum Lernen zu geben. Das ist die Leistung einer Begrifflichkeit, die wir in dieser Form nirgendwo anders unter lebendigen Wesen finden. In solchen Fällen muss bereits von jedem Einzelnen auf seine Weise mit Bezug auf, das ist jetzt mein Beispiel, dieses da, auf das ich zeige, gelernt werden können, und spätestens dann brauchen die Individuen für sich selbst einen Begriff, dem sie sich selbst unterstellen. Bei diesem Stand der Überlegung greifen wir auf das Selbstverständnis der beteiligten Individuen aus, die in der Lage sein müssen, sich selbst nach Art eines Dieses da zu begreifen. Ich muss wissen, von wem du gerade gesprochen hast, nachdem du mich dann angesprochen hast, auch aufstehen kann und ich jetzt mit dem Vortrag beginne. Also diese Selbstbezüglichkeit der Begriffe gehört eben mit zu diesem Ineinander von Individualität und Universalität. Ein schlichteres Modell wäre es, die Besonderheit des Denkens darin zu sehen, dass wir es selbst schon nach der Art eines tätigen Einteilens und Ordnens ansehen, das Formen bietet, in denen Stoffliches in einer Weise bestimmt wird, in der es sich mitteilen lässt. Das ist das schlichtere Modell eines großen Platonikers, von dem ich sicher bin, dass er es in dieser Weise auch von Platon entnommen hat und mit seiner Kantlektüre dann in der Lage ist, war es tatsächlich so darzustellen, nämlich Schleiermacher, bei dem genau das Denken eine Form einer Organisation von etwas ist, die in der Lage ist, dass Individuen sich mitteilen können und in dieser Mitteilung von sich auch über anderes ihrer selbst sprechen können. So erscheinen Begreifen und Denken als eine Form vorausschauender Organisation von Handlungen im sozialen Raum, die es erlauben, sich bereits vor einem Geschehen über dessen Voraussetzungen, dessen Ablauf und dessen mögliche Folgen zu verständigen. Vielleicht simuliert der Intellekt eben das, was in einer geordneten Folge von Tätigkeiten als Kooperation möglich wird, sodass man ihn in seiner präsenten Verständlichkeit durch viele selbst bereits eine Form soziotechnischer Kooperation im Zustand der Simulation bezeichnen kann. Hier ist jetzt sehr viel zusammengefasst, aber ich hoffe, es ist durch das, was ich vorher gesagt habe, verständlich. Neu ist hier, dass ich, was aber durch den Begriff der Organisation vollkommen klar ist, auch das Technische mit hinzunehmen. Es kommt, ist immer eine Form der Bewältigung im Zusammenhang des Umgangs mit Mitteln zu Zwecken, die wir eben verfolgen, auch mit dem Begreifen verfolgen. Und man kann eben auf einfache Weise gesagt unser Begreifen und Denken als ein Organisieren im sozialen Zusammenhang verstehen, zu Aufgaben, die in der Tat nur wir Menschen in dieser Form uns überhaupt nur vornehmen können, weil wir eben in einer ganz bestimmten Weise einen Bezug auf Sachverhalte haben, die wir als solche denken und diese Sachverhalte mitteilen. Wir machen sie gewissermaßen zu Objekten unserer Mitteilung, und diese Mitteilung ist das Entscheidende, indem ein Individuum anderen Individuen dasselbe mitteilen kann, damit dann auf diese Weise auch dasselbe geschehen kann.
So gesehen könnte die alte platonische Unterscheidung zwischen göttlicher Idee und sinnlich präsenten Dingen eine ziemlich genaue Veranschaulichung der Leistungen des Geistes enthalten. Denn die Idee bietet das uneingeschränkte Verständnis, nochmal, uneingeschränkte Verständnis eines Sachverhalts, der stets nur unter den üblichen lokalhistorischen Einschränkungen vergegenwärtigt oder aber auch, wie beim Demiurgen, geschaffen werden kann. So kann dasselbe überall und jedes Mal anders sein. Dynamisiert man den soziotechnischen Vorlauf der organisierenden Leistung des Geistes, kommt man auch in die Nähe der aristotelischen Begrifflichkeit von Stoff und Form. Diese Unterscheidung kann als die Ursprungsleistung des Verstandes angesehen werden. Sie folgt einem technischen Modell der Trennung von etwas, das ursprünglich zusammengehört, sich in der Aufteilung aber besser genießen, bearbeiten oder aber, und das ist für das Denken entscheidend, als genau dasselbe wiedergeben lässt. Man braucht den Geist also nur, das ist ein rhetorisches Nur, also nur als eine Kooperative, die produktiven, die von sich aus produktiven Teilnehmer in ihrer Tätigkeit sozial und technisch vermittelnde Größe zu verstehen. Und schon erkennt man die intellektuelle Form als eine Absprache, Planung und exakte Herstellung ermöglichende Organisation von Teilen in einem jeweiligen, immer mitbegriffenen Ganzen, das wir als Werkzeug, Ware, Bild oder, sehr wichtig, Institution und in jedem Fall als Leistung begreifen können. Das ist dann der Stoff, aus dem die gegenständliche Welt besteht. Doch wie dem auch sei, der Begriff ist selbst immer auch ein Instrument, auch wenn das vielleicht im philosophischen Seminar erschrecken mag. Der Begriff ist immer auch ein Instrument, das uns Sachverhalte und mit ihnen die Welt vermittelt. Und das leistet er niemals bloß für den, der es gerade tut, auf augenblicklich einsichtige Weise, sondern zugleich so, dass es auch anderen so einleuchten kann, dass es als allgemeine Erkenntnis angenommen werden kann. Selbst dann, wenn diese anderen die Feststellung, die da getroffen wird, vielleicht für unzutreffend halten. Wenn es ihnen wichtig erscheint, also nehmen wir an, sie halten es für unzutreffend, aber es erscheint ihnen wichtig, dann nehmen sie eben diesen ihrer Meinung nach falsch zur Anwendung gebrachten Begriff zum Anlass, den durch ihn bezeichneten Sachverhalt auf seine Richtigkeit hin zu prüfen. Und auch das ist ein Akt, der nur unter den Bedingungen des Denkens möglich, aber auch nur unter Konditionen erwarteten, intendierten Handelns möglich ist. Und nur unter diesen Konditionen wirklich auch Bedeutung hat. In den skizzierten Leistungen ist das Bewusstsein nicht einfach nur das im Inneren ins Innere geöffnete Auge eines im Inneren wirkenden Geistes, sondern es ist das interindividuelle Organ, das in der Lage ist, alles Erkennen und Benennbare in der Welt und sogar die Welt selbst, über die wir ja sprechen können, obwohl wir noch nie sie als Gegenstand wahrgenommen haben, zum Mittel der Mitteilung zwischen handelnden Individuen machen können. Erst in dieser Mitteilung entsteht die Welt als ein Gegenstand der Betrachtung und auch der möglichen Bearbeitung. Erst in der über Sachverhalte ermöglichten Verständigung kommen die beteiligten Individuen zu ihrem Selbstbewusstsein in einer Welt, die in allem eine Funktion einer Leistung ist. Individuum, Sachverhalt und Welt sind somit Funktionsstellen in einem unter zunächst nur natürlichen, aber zunehmend auch unter kulturellen Zwecken stehenden System einer Organisation, die wir nur nach Analogie technischer Leistungen verstehen können. Und wenn ich jetzt hier Natur und den möglichen Übergang zur Kultur sage, dann meine ich damit zugleich auch immer einen Prozess, der in der Zeit verläuft. Und insofern ist das immer schon implizit bezogen auf eine Naturgeschichte
und eine Kulturgeschichte und zeigt, dass das, was ich hier beschreibe, ohne den zugrunde liegenden oder genauer gesagt durch den dadurch konstituierten geschichtlichen Prozess gar nicht verstanden werden kann. Damit haben Bewusstsein und Geist nicht nur einen sich ganz in einem von ihnen geschaffenen allgemeinen Ganzen bewegenden Charakter, sondern sie sind auch in sich selbst instrumentell verfasst. Alles erfolgt unter dem immer auch technischen Imperativ einer Mitteilung zu Absichten, die in der Regel nur in einem pragmatischen, praktischen Zusammenhang, zumindest in einem Lebenszusammenhang, verständlich sind. Damit können wir die Begrifflichkeit aus der Höhle bloßer Innerlichkeit befreien. Und ich muss jetzt diese Assoziation zu einem anderen Höhlenvergleich nicht anstellen. Es kommt tatsächlich darauf an, aus der Höhle herauszugehen in ein Licht, in dem man gemeinsam steht und in dem überhaupt erst exakte, mitteilbare Erkenntnis von demselben möglich ist. Nur ist dies ein bisschen aktivistischer gefasst, obwohl es auch bei Platon schon einiger Mühe bedarf, um sich aus der Höhle herauszubewegen. Die Begriffe sind es, die uns in das Licht der Öffentlichkeit versetzen. Die Organe, die das Bewusstsein ausmachen, mögen innen, also Großhirn, Kleinhirn oder was auch immer, auch das, was die sinnlichen Organe vermitteln, sie mögen innen, das heißt im Inneren des Körpers liegen, ihre intellektuelle Leistung aber kommt nur im Außenbereich des Körpers zum Tragen. Genauer, kommt nur im sozialen Raum zur Geltung, der wesentlich das Ganze ist, das aus den intentionalen Absichten bewusster Individuen entsteht, die darin erst zu ihrem Selbstbewusstsein gelangen und die darin ihre Geschichte haben, die wir gar nicht ablösen können von der Begrifflichkeit, durch die dieser Zusammenhang hergestellt ist. Dichter, so denke ich, kann man das immer auch technische Grundgerüst der sozialen Funktion unseres Geistes und unseres Bewusstseins gar nicht darstellen. Das kann man sich leicht daran veranschaulichen, dass es ohne äußere Organe gar nicht zu geistigen Leistungen käme, die darüber hinaus auch stets darauf angewiesen sind, nicht nur physische, sondern auch soziale Stimulation zu erhalten. Bei genauerem Zusehen zeigt sich, dass überhaupt nur im, wenn ich so sagen darf, Zwischenraum der Individuen sind. Sie bedeuten und sie gelten nur etwas unter den Bedingungen sozialer Kooperation oder zumindest sozialer Verständigung. Es bedarf der anderen, damit überhaupt etwas, erst so etwas wie Verstehen, Vorstellen, Begreifen oder auch Geist entsteht. In seinen Leistungen ist das Bewusstsein extrovertiert. Und das hat seinen Ort in dem durch Handeln und Herstellen eröffneten Zwischenraum der vergesellschafteten Individuen, also in der Geschichte und in der Kultur. Kultur ist der in der Reflexion ausgespannte und mit den Erträgen reflexiver Leistungen gleichsam institutionell gefüllte, aber durch und durch von Natur getragene Raum des Geistes. Macht dazu keine Ausführung, die Natur hört nicht auf zu existieren, wenn wir in der Lage sind, uns im kulturellen Zusammenhang zu bewegen. Ich verstehe die Kultur als eine Form der Natur, aber eine Form, die eben hervorgebracht worden ist durch diese Leistungen, die ganz wesentlich von dem abhängen, was wir unter den möglichen Effekten der Begrifflichkeit verstehen. Und damit sie dies bewirken können, müssen sie selbst in sich kulturell, sozial und geschichtlich verfasst sein. Die heute Morgen von Herrn Blum gestellte Frage, wie denkt man mit dem Kopf des anderen, könnte sich so auf verblüffend leichte Weise beantworten lassen. Wir stehen zwar unter dem Anspruch, mit dem eigenen Kopf zu denken und sollten das auch nie aufgeben.
Aber Denken erfolgt grundsätzlich nur in der Form einer Versetzung in die Köpfe, ich übertreibe jetzt, aller anderen, die ebenfalls zu denken fähig sind. Im Denken gehen wir in einer ganz einzigartigen Weise aus uns heraus, indem wir gleichsam, unmittelbar mit anderen sind und unmittelbar beim anderen sind, der, sofern er wirklich denkt, gar nicht anders kann, als das zu denken, was ich selber, wenn es denn vernünftig und richtig ist, ebenfalls denke. Verstand und Vernunft sind somit soziale Organe, in deren Funktion jeder schon seine leibhaftige Organisation gleichsam institutionell überschritten hat, um eine Sicht auf die Dinge zu entwickeln, die zugleich andere, auf die er sich bezieht, wie auch sich selbst, als der er sich auf Dinge und andere bezieht, einzuschließen und damit etwas zu entwickeln, was alle anderen haben könnten. Das erscheint nun wirklich starker als starker Tobak. Es passt schlecht zur Häufigkeit unserer Missverständnisse und zum Aufwand, sich wenigstens halbwegs zu verständigen. Deshalb ist noch eine Ergänzung nötig, die deutlich macht, dass es unter den genannten allgemeinen, letztlich öffentlich strukturierten Konditionen unseres Bewusstseins nicht nur bloß möglich, sondern sogar nötig ist, selbst zu denken und unseren eigenen Kopf zu haben und zu behalten. Die Individualität des Begreifens muss selbstbewusst sein, wenn sie sich angesichts des Allgemeinen selbst bewusst sein soll. Und das gehört mit zu dieser reflexiven Struktur des Geistes. Also lernen wir noch, ehe wir uns richtig in die, wie ich sage, Soziomorphie unseres Bewusstseins eingeübt haben, wenn Sie an den Beginn der Sprachfähigkeit und der Denkfähigkeit beim Kind sich erinnern, noch ehe wir dies in einer vollendeten Weise beherrschen, lernen wir mit diesem kaum erlernten Denken in uns selbst zu verbleiben und etwas für uns selbst zu behalten. Wir verraten nicht, dass wir schon vom Teich genascht haben, und wir sagen auch nicht, dass wir viel zu müde sind, um schon schlafen zu gehen oder sonst irgendwas Kleines verbrochen haben. Wir können etwas für uns behalten, und das ist eine wesentliche Voraussetzung für das, was wir dann eben als Subjektivität bezeichnen und was den Gebrauch des Verstandes, des allgemeinen Verstandes unter individuellen Bedingungen überhaupt erst ermöglicht, aber niemals zu dem Schluss hätte führen dürfen, dass diese Subjektivität das Ursprüngliche unseres Bewusstseins ist. Also wie weit die Korrektur gehen muss, weiß jeder, der die Diskussion über Kant, Fichte, Hegel in den letzten 50 Jahren verfolgt hat. Die Subjektivität ist meiner Sicht nicht das Ursprüngliche, sondern sie ist etwas Späteres, das wir allerdings dringend brauchen, um überhaupt mit diesem Allgemeinen unseres Begreifens in einer auch von anderen begriffenen Weise umgehen zu können. Etwas für sich zu behalten, ist nicht durch die Natur des Bewusstseins vorgegeben. Das Bewusstsein ist selbst nicht subjektiv verfasst. Die Subjektivität ist vielmehr sozial induziert. Sie ist bereits eine aus sozialen Motiven gespeiste Leistung, zu der das prinzipiell auf Öffentlichkeit angelegte Bewusstsein freilich fähig ist, weil es um den Schutz von leiblichen Bedürfnissen und individuellen Interessen gehen muss, die aber schon ein auf Allgemeinheit angelegtes Denken erfordern, um überhaupt in dieser individuellen und dann subjektiven Weise vertreten und verteidigt werden zu können. Aus sich heraus aber ist das Bewusstsein offen. Es bietet keinen in seiner Natur liegenden Schutz gegenüber dem Bewusstsein der anderen. Es ist nicht von Natur aus innen, sondern im Gegenteil von Natur aus außen. Das Bewusstsein ist in jedem von uns die ursprüngliche, so in der Natur gar nicht vorkommende Offenheit vor und füreinander.
Es ist somit auch eine stets erst zu erlernende, durch individuelle Disziplin einzuübende und im gesellschaftlichen Umgang anderen geschuldete, aber auch dem eigenen Schutz dienende Leistung, das jeweilige Bewusstsein für sich haben zu können. Nicht gleich alles zu äußern, was man sieht, nicht mit jeder Neuigkeit herauszuplatzen, sondern bedächtig mit dem umzugehen, was man von neuen Informationen erhalten hat, insbesondere aber auch an neuem über andere Personen erfährt. Erst nachdenken, bevor man spricht, nicht sich zu verraten, wenn man etwas Verbotenes getan hat, was die anderen eben nicht unbedingt wissen müssen, oder etwas nur für wenige Bestimmtes erfahren hat. Alle diese Dinge sind, glaube ich, wichtig, um deutlich zu sehen, wie existenziell es sein kann, dass wir die Fähigkeit haben, subjektiv uns auf uns selbst beziehen zu können. Nur es wäre ein Fehlschluss zu meinen, das sei die Grundstruktur des Bewusstseins, sondern es ist vielmehr so, dass wir nur auf diese Weise in notwendiger Form in uns selbst hineingehen können, weil das Bewusstsein etwas ist, das wir mit anderen teilen. Und ich könnte jetzt daran eine Reihe von Betrachtungen anschließen, auch sogar aktuelle, denn es ist, glaube ich, schon bemerkenswert, dass das, was im Augenblick die politischen Gemüter beschäftigt, nämlich die Abhörpraxis durch die Geheimdienste, insbesondere durch einen besonders großen, aber es sind auch andere, die sich daran beteiligt haben, das wäre nicht möglich ohne diese Struktur des Bewusstseins. Aber was mir wichtiger ist, es ist auch keineswegs so, dass man angesichts der Struktur des Bewusstseins meinen könnte, die bloße Subjektivität würde einen schon davor schützen. Es ist vielmehr so, dass man etwas dafür tun muss, um sich zu schützen. Es sind selbst Institutionen nötig und es wäre angesichts eben einer technischen Praxis, die durch die digitalen Medien möglich geworden ist, sozusagen neu zu lernen, wie man eben seine Privatsphäre auch in aktiver Weise schützt, um vor solchen Übergriffen, wenn es irgend möglich ist, sicher zu sein. Man muss also Zurückhaltung wahren können, wenn man mit seinesgleichen einvernehmlich leben möchte. Man muss sich und andere schonen können, wenn man es mit ihnen aushalten können möchte. Also muss man lernen, sein Bewusstsein, dass ein Zustand welt- und sachbezogener Ausrichtung auf anderes seiner selbst ist, gleichsam gegen seine ursprüngliche Intention auf sich selbst zu beschränken. Das, was prinzipiell auch anderen bewusst sein kann, muss wenigstens für eine Zeit lang beim einzelnen Träger des Bewusstseins verbleiben können. Er hat dann nach den jeweiligen Umständen selbst zu entscheiden, wann und wie er davon Gebrauch macht, der dem Charakter eben des Bewusstseins insofern entspricht, als man überhaupt davon einen Gebrauch macht. Könnte ja so sein, dass man mit dem, was man weiß, sowieso nichts anfangen kann, weil es andere gar nicht verstehen. Aber es ist gerade nicht so. Das, was wir wirklich verstanden haben und denken können, lässt sich eben auch von anderen verstehen und kann insofern auch wichtig sein. Und diese ursprüngliche und bleibende Art des Bewusstseins liegt eben darin, Mitteilung zu sein. Mitteilung bleibt es auch, wenn einer etwas für sich behält. Dann teilt er es, solange es ihm bewusst bleibt, eben nur sich selber mit. Und wir kennen das aus der Geschichte der Philosophie, dass eben das Selbstdenken ein Gespräch mit sich selber ist. Genau diese Funktion zeigt sich schon in frühen Einsichten, etwa schon bei Heraklit. Das bringt dann die oft beschriebene Doppelung des Selbst in Ich und Mich mit sich, das als zusätzlicher Beleg für den ursprünglich kommunikativen Charakter des Bewusstseins dienen kann. Die Subjektivität, die den Philosophen seit mehreren Jahrhunderten als die ursprüngliche Verfassung des Bewusstseins gilt, muss also erst erzeugt und anerzogen werden, ehe sie dann als natürlich erscheint. So kann sie dann tatsächlich erlebt werden, weil sie, wie das Atemholen und das Ausatmen, notwendig beim Individuum ansetzt. Im Vorstellen und Erinnern scheint sie so sehr in das Innere des Individuums eingebunden zu sein, dass man vergisst,
oder vergessen kann, wie sehr alles, was sie tatsächlich ausmacht, nicht nur von außen kommt, sondern auch für das Äußere ursprünglich bestimmt ist. Zwar gibt jedes Individuum den ihm bewussten Inhalt eine eigene Qualität, so wie sich die Luft beim Ein- und Ausatmen erwärmt, aber das Bewusste, also der jeweilige Inhalt eines Bewusstseins, ist in seiner gedanklichen Form so wenig rein innerlich, wie man dies von der Luft im Inneren der Lunge sagen kann. Folglich kann man weder das Bewusstsein noch seine Inhalte als subjektiv bezeichnen. Sie haben an sich selbst eine soziale Form und müssen als etwas begriffen werden, das über die bloße Leiblichkeit des Organismus hinaus als Produkt und Element einer menschlichen Gesellschaft und letztlich einer menschlichen Kultur angesehen werden kann und insofern in seiner Geschichtlichkeit bereits bis in die Begriffe hinein, wie ich finde, offensichtlich ist. Das Bewusstsein darf daher als ein soziales Organ angesehen werden, das in seiner soziomorphen Verfassung zwischen den Leibern vermittelt, und zwar durch Bezug auf Dinge, die als unabhängig von diesen Leibern begriffen werden. Wann immer es dies aber tut, hat es nicht nur eine kulturelle, nicht nur eine technische, sondern immer auch eine historische. Man braucht nur die in vielerlei Hinsicht naheliegende Vermutung für zutreffend zu halten, dass die kollektive wie die individuelle Entstehung des Bewusstseins an die Sprache gebunden ist. Dann kann man diese von mir beschriebene Dimension des Bewusstseins, so denke ich, so wenig bestreiten, wie die immer auch gegebene, nach außen gerichtete Leistung des Sprechens. Natürlich murmeln wir uns manchmal was in den Bart und sprechen zu uns selbst. Aber wenn wir dabei ertappt werden, merken wir gleich, dass das nicht die ursprüngliche Form des Sprechens ist. Was muss nicht alles gegeben und gelernt sein, ehe man das erste Wort über die Lippen bringt? Nicht umsonst spricht der Volksmund von Sprechwerkzeugen, was man wiederum auf den technischen Charakter dieses Zusammenhangs hinweist. Die Hinweise auf die implizite Technizität, Sozialität und Kulturalität des Bewusstseins verfolgen in dem Zusammenhang dieser Konferenz die naheliegende Absicht, gar nicht mehr im Einzelnen schildern zu müssen, dass unser Denken in sich selbst notwendig, auch zeitlich verfasst und räumlich ausgerichtet ist. Das würde ich beides gerne zusammensehen, diese zeitliche Verfassung und die Ausrichtung auf andere, die eben an einer anderen Stelle des Raumes sitzen und auf die wir uns zubewegen müssen und die insofern, eben wie das in dem kantischen Modell ist, Zeit und Raum zusammengehören lassen. Und es ist ganz klar, dass wir eben in dieser Ordnung auch immer nicht nur das Außereinander der Dinge denken müssen, sondern auch das Nacheinander der Dinge. Und insofern haben wir eine Folie, auf der wir unsere Begrifflichkeit verstehen. Also zeitlich verfasst und räumlich ausgerichtet, als a priori interindividuelle Leistung, die Sachverhalte als jeweils dasselbe zu Zwecken einer Mitteilung erfasst, die praktische Ausgangslagen gemeinsam zu bewältigen vermag, umgreift sie eine Vielzahl von Dingen und Personen, nicht nur für die Zeit des Handelns, sondern auch über die jeweils gegebene Situation hinweg und geht insofern auch immer über die bloße Gegenwart hinweg, hat ihren Ursprung in Vergangenheit, an die man sich erinnern können muss, und ist auf Zukunft gerichtet. Begriffe greifen damit allemal auf Zukunft aus, die sich, und hier käme Nietzsche ins Spiel, nur denken lassen, sofern man, oder die Zukunft sie sich nur denken lässt, sofern man über Erinnerung verfügt. Damit wäre bereits der einzelne Begriff, der natürlich nur im Kontext Bedeutung haben kann, geschichtlich verfasst. In seiner kommunikativen Leistung, die nicht etwa erst bei Habermas, sondern bereits bei Kant mit allem Nachdruck betont ist, also in der Not jemandem, der es
nicht verstanden, und es ist ja auch wirklich schwierig zu verstehen, was transzendentale Begründung eigentlich heißt, sagt er dann in einem Brief an einen Schüler, das heißt eigentlich nichts anderes, als dass der Verstand die Dinge kommunikabel macht. Genau dies ist die Leistung des Verstandes, und dann sehen wir, wie hier eben die Mitteilbarkeit, auch das ist ein Begriff, den Kant sehr gerne gebraucht, als wesentliche Funktion angesehen wird. Und wenn dies so sein sollte, dann haben wir das, was ich gerade im Hinblick auf Sozialität, Räumlichkeit und Zeitlichkeit betont habe, auch als eine implizite Geschichtlichkeit der Begriffe, so denke ich, ausgesagt. Also in dieser kommunikativen Leistung ist sowohl der sachliche Gehalt wie auch der soziale und technische Bezug, der über den Augenblick hinausgeht, ein wesentliches Moment und Merkmal des Begriffes. In ihm ist die Geschichtlichkeit der menschlichen Erfahrung kristallisiert, und an sie ist insbesondere eine Wissenschaft gebunden, die sich wesentlich auf die Arbeit des Begriffs bezieht. Wir verstehen zwar, dass in einer Philosophie, die sich in dieser Konzentration auf die bloße Begrifflichkeit vor allen anderen Disziplinen auszeichnen möchte, der Purismus so weit getrieben wird, dass man die Geschichte am liebsten gänzlich ausschließen möchte. Aber den Kolleginnen und Kollegen, das sage ich jetzt mehr politisch, die diesem Ideal der Geschichtslosigkeit ihres eigenen Begreifens nachhängen, kann man nur sagen, dass sie noch nicht genügend mit der Begrifflichkeit vertraut sind, wenn sie meinen, sie könnten im reinen Bezug auf die Begrifflichkeit die Geschichte einfach hinter sich lassen. Selbst im Kopf der Analytiker kommen die Begriffe nur in ihrer geschichtlichen Verfassung vor. Sie werden keine weiterführende Einsicht erzielen, ehe sie nicht in diesem Moment, dass eben nicht nur ihr Leben, ihre Gesellschaft, die Politik oder die Entwicklung ihrer Disziplin betrifft, sondern auch den kleinen Setzkasten ihrer Begriffe durchzieht, wenn sie dem nicht in ihrem eigenen Kopf Rechnung tragen. Und damit kann ich eigentlich schließen, meine Damen und Herren. Ich könnte das jetzt noch einmal illustrieren, habe am Anfang ja einige Bemerkungen dazu gesagt. Und ich hoffe, dass ich trotz dieser Abstraktion und dieser Allgemeinheit in der Darstellung von etwas, was den bloßen Begriff betrifft, doch immerhin etwas dazu beigetragen habe, zu zeigen, dass nicht nur das Begreifen ohne Vorgeschichte und Ausrichtung auf Zukunft, also ohne Zeitlichkeit, ohne die Zeit des Handelns, ein schöner Ausdruck von Peter Roos, ohne die Zeit des Handelns nicht auskommt, sondern dass, wenn es so ist, insbesondere die Philosophie nicht ohne Geschichte zu denken ist. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.